The Pennsylvania German Hour is underwritten by the Pennsylvanische Deutsche Versammlung von Bottigs County, the state's largest annual Pennsylvania Dutch language gathering, traditionally held the first Monday after Easter in the Leesport Auction Hall. The Pennsylvania German Hour is also brought to you by the West Berks Versammling, held annually on the first Saturday in October. The Pennsylvania German Hour is also brought to you by the Rentschler Leib family and Reverend Richard Miller and family. The Pennsylvania German Hour is a production of the Nye Dolpahock Sanger Corps, the regional Pennsylvania German choir specializing in traditional and contemporary dialect music for the heritage language community. The Pennsylvania German Hour is produced in cooperation with the Pennsylvania German Cultural Heritage Center at Kutztown University, the hub of Pennsylvania Dutch language and culture. Contact us at 610-683-1589 or visit us online at www.kutztown.edu/pgchc. Mir zauwe gross dank zu alle unser Gucke, Unterstützer und Freund. Gute Maria, liebe Gucke, und willkommen zum Pennsylvanisch Deutschstund, der Beschblatz für Deutschzuhörer auf BCTV. Heute ist der 3. März 2023 und Winter ist noch nicht fertig. Letzten Monat hat die Grundsau gesagt, als mir ein frühes Frühjahr grieb wurde, aber hämmer des noch nicht gesehen. Vielleicht wurde die Grundsau just eifrig für ein Faschnachtfresser und wir sehen uns, was es wetter gibt in die nächsten 3 Wochen. Frühjahr ist die Jahreszeit für Versammlungen und die Pennsylvanische Deutsche Versammlung von Bottigs County ist gerade rum das Eck. Alle Jahr kommen 400 Leute zusammen am Ostermundag an die Leesport-Fendu-Hall für Deutschschwätze und Hörer, Gutesse, Musik und Spaß. Wenn du des Jahr gleich erwischt, für an der Versammlung kommen, ruf die Joyce Hassler für einen Zettelkauf 717-866-3431. Heute habe ich etwas Bottiges für Mitteiler von der Bottigs County Versammlung 20 Jahre zurück. Im Jahr 2003, der Schwätzer an der Versammlung war der Clenroy Geist, wo aus wohl gekannt wurde als der norrische Elmer oder Crazy Elmer. Der Clenroy hat sein Anfang mit Showbusiness, wann just 13 Jahre alt war, wann ein Sänger war in die Langschwammer Variety Show war. Wann 14 Jahre alt war, hatte sein erst Gig als ein Comedian in der Country Band Earl Keller und die Melody Rangers und später hat performt mit Shorty Long und die Santa Fe Rangers und kriegt sein Name Crazy Elmer im Jahr 1968. War best bekannt für seine Performances mit Crazy Elmer und die Outlaws und hatte mit ihnen gespielt für 43 Jahre. Hatte ich mal am norrischen Elmer und seine spaßige Zeit an der 64. Pennsylvanische Deutsche Versammlung von Bottigs County. Für viel harte Stories, Jokes und Spaß. Muss, wenn ich Platz mache, weil er Schwätzer. Den kenne ich, zitter 1956. Denke mal, du Strauch. Ich bin viel besser Cookie als Eis. Ich setze nicht so aus, oder auch gucken, aber schwätze. Aber ich habe da Clenroy kennenlernen, wie ich nach Langschwamm gekommen bin, was ich Pfarrer war. Aber immer gesagt, ich hätte nicht viel gewusst, wie ich gekommen bin. Was ich gelernt habe, da die Leute da in Langschwamm, war viel besser als ich kriegt in Seminary. Ich bin froh, dass der Clenroy da ist in Howard. Ich habe ihn letzten November gesehen, und als ich ihn wieder. Und seine gute Frau, als immer bei ihm ist, sagt, du hast ein wunderbarer Mann da. Sogras! Ja? Sogras! Sogras! Eis, eben schon, diese Leib. Man wolle haben, als der Nari Schelmer da raufkommt und tut sein Ding mit uns. Ich kann nicht ruhig stehen. Na, wart. Kannst du still hören? Well, ich probiere.
Die Kühlstraße. Oh ja, ich seh. Dort bist du. Da bist du. Na, kannst du dein Buch haben? Ja. Pater Wolf, groß da. Ja, ganz schön. Ich hab gemeint, ich käm da her, den Ohr, und die Dinger so, als ein Pater nicht her soll. Und verdult sei es in Führer davon da. Aber es ist wieder Pater Wolf Zorn, hört mich 18 Jahre alt war. Weißt, ich war ein Vorsteher in die Karich. Na, du ja, wisst, dass ich ein guter Mann war. Der Teufel hat mich halt alleweil, aber ich war alle geboten ein guter Mann. Ich war ein Vorsteher und der langschwammige Karich hat ein Pater haben wollen. Und ich weiß nicht, wie es ist heutestags, aber ganz zurück sind die Pater aus an der Karich gekommen und haben gepredigt. Und wenn die Leute sich ihnen geglichen haben, haben sie nicht gestimmt. Ja, weil sie ein Pater Wolf zahlen, also ich mal kommen auf einen Sonntag und predigen. Nur unser Caretaker war der alte Charlie Fegli. Er war Caretaker von die Karich und der Pater ist zum Charlie gegangen und hat gesagt, na, hab ich mal durch. Ich muss predigen am Sonntag. Und ich will das gern das Karich haben. Und ich will mein Predigt gut kräftig machen. Dann hat er gesagt, ich will da Hilfe haben. Hat er gesagt, weil ich will haben, als die Leute mich gleichen und stimmen mich nein. Oh, hat der Charlie gesagt, das ist all recht, macht nichts aus. Dann hat er gesagt, Pater Wolf gesagt, das ist, was ich tun will. Wenn ich mein Predigt am Geben bin, komm ich noch mal Stück, wo Salt. Und dann da bis von der Himmel der Plur kommen. Dann hat er gesagt zum Charlie, noch gehst du ganz hinten auf in die Karre und lässt den Darf fliehen. Und er hat gesagt, das Darf kommt runter die Flur in die Leute rein und selbst macht meine Predigt noch gut kräftig. Ah, schon hat der Charlie gesagt, das tue ich. Sonntags ist gekommen, der Pater Wolf geht da auf und er fängt an predigen und gleich sagt er, und den Darf ist von der Himmel der Flur gekommen. Guckt dann auf und es ist kein Darf gekommen. Na, da ist es sonntags und sonst bin ich verzahnt. Da hat er mal gepredigt, da hat er wieder gesagt. Und dann da ist von der Himmel der Plur gekommen. Als noch kein Darf kommen. Da hat es ihn gut verzahnt. Hat er mal gepredigt, noch gleich da. Und dann da ist von der Himmel der Plur gekommen. Hat der Charlie gesagt, Pater, die Katz hat der Darf fressen, was soll ich da tun, die Katz schmeißen? Pater Wolf, er war noch unser Pater, und ich hab den Karl da getroffen, den Namen. Weißt du, wir haben noch stehen, Karichkarten. Eine Woche haben die reformierte Karichkarten, die andere Sonntag die lyrische. Ja, weil der Pater Schnell ist auch da, er war das reformierte Karich. Wo bist du, Pater Schnell? Da ist er. Weißt du, er war ein reformierte Pater. Na, mal ist Sonntag, da ist der Winter. Das hat Schnee. Das hat Schnee und das hat Schnee. Wir haben bei 3-4 Fuß Schnee gehabt. Na, das Parsnitz war nicht zu weit von die Karte. Ich will da schnell steht auf. Guck's Fenster nach und das war nichts als Schnee. Keine Maschine am Gebel, es war bald keine Maschine an seiner Zeit. Und ein paar schnell hat gedacht, na, was tun ich, es ist Sonntag Mai jetzt. Und ich seh zu, ich seh Karte habe und seh Brenn ich aber. Guck mal, wie es ist da drauf. Well, hat er gesagt, es ist Sonntag Mai, ich lauf da auf und wer kommt er. Und als da ist der Schnee geboren, geht dann auf nach der Karich. Und wie er in die Karich gelaufen ist, war ein Mann da. Der Emery Mabry von Matztown. Er war ein Bauer. Dort war am Stehen und er schnell geht auf zum Emery und hat er gesagt, oh, jetzt sag mal, was ich tue soll. Es ist Sonntag Mai jetzt und ich seh Prediger. Aber du bist da endlich da. Hat der Emery gesagt, Pater, ich sag dir etwas. Ich bin ein Bauer. Ich weiß nichts von Prediger. Aber ich weiß ein Ding. Wenn ich nass gehe, die Kieh fiedere, und es kommt du steh Kuh, fiedere ich sie. Weil hat der Pater schnell gedacht, ich weiß, was ich nass tun soll.
Und da geht dann nur von der Fondorbrille. Und der Meersagerbrille, der Wasser ist es im Gange. Und dann war am Schwätzen und am Brille für 15 Minuten. Nun war es gleich eine halbe Stunde. Und noch drei Viertelstunden. Und dann geht alles noch der Wasser. Und gleich war es eine Stunde, hat er gestoppt. Wie die Karre vorbei war, ist er rausgegangen. Und der Emery ist rausgekommen. Dann hat er gesagt, Emery, was hast du gedenkt davon? Hat der Emery gesagt, Pater, ich bin ein Bauer. Ich weiß nichts von Predigen und die Karre, aber ich weiß eh Ding. Wenn ich nachgehe, die Kiefieder, und es kommt durch die Kuh, gebe ich ihr nicht die ganze Lohn. Ich noch ein Ding sagen von Pater Wolf. Weißt du, wir haben unser Pater und aber ledig. Und zu der Zeit hat er noch einen Kopf hoher Karte, aber nichts alleweil. Aber er hat zehn Kopf voll hoher Karte. Aber war ledig. Und nun war er ein Jahr dort, hat er das Weibsmensch auch getroffen und er hat sie angefangen auszunehmen und gleich haben sie geheiratet. Und alle aber, die Leute waren alle so froh. Der Pater hat eine Frau. Ja, wir hatten Mädel und Schuhe genug, er hat sie geheiratet. Na, hat der Pater Wolf eine Frau. Alle aber war so froh. Ja, weil sie war bald ein Jahr später, haben sie ihr erst Kind gehabt. Na, ich war Vorsteher an der Zeit. Und nun ist der Pater gekommen zu die Mannsleit dort, als Vorsteher war noch das dort Mannsleit. Ja, wisst, wir haben einen Bubble gehabt. Und das kostet noch mehr Geld. Na, hat er gesagt, ich würde gern mehr Geld haben. Hat er gesagt, wir haben das Kleines nah und Doppel und alle Schulden, das kostet so viel Geld. Ja, weil wir haben geschwätzt, noch habe ich noch einmal gesagt, ja, sure. Der Pater hat noch ein Kleines, das nimmt mehr Geld. Es ist so schlecht, als man mehr Geld geben würde. Und wir haben stimmt drauf, die Vorsteher, und wir haben gesagt, ja, Pater, du kriegst mehr Geld. Und dann haben wir gesagt, statt dass ich das gebe wieder, alle Mal, dass ich ein Kind habe, haben, denen wir automatisch mehr Geld geben. Soll geht. Aber er hat nicht gewiss, wann zu stoppen. Sie haben zwei Kinder gehabt, nur haben sie drei Kinder gehabt, und noch vier, und noch fünf, und noch sechs. Na, wollen die Leute am Grummeln? Das kostet zu viel Geld. Das kostet weg, das ist zu viel, man kann es nicht mehr tun. Und dann haben sie gesagt, sie den Meeting rufen. Und das haben sie, oh, sie sind in die Karte gekommen, die Karte war voll. Die Leute waren davor und die nicht. Und sie sind hier und her gegangen, die am Gleichen. Und sie waren am Auge, das kostet zu viel Geld, man kann es nicht tun. Die andere sah, er muss es haben, er hat sechs Kinder. Hier und her und hier und her. Vor 45 Minuten ist es auch gegangen. Und ich glaube, was der Pater Wolf noch ledig war, ist er mal endlich aufgestanden. Dann hat er gesagt, lieber Leid, ich will euch die Dinge sagen. Und denk mal da drauf. Unser guter Gott gibt uns die Kinder. Unser guter Gott gibt uns die Kinder. Steht ein kleiner auf hin in die Karre und sagt, ja, Pater, aber unser guter Gott gibt uns so Rehe und Schnee. Und wenn es zu viel gibt, tun wir auch was wär. Mami und meine Dori, sie hat nicht gut Englisch geschwätzt. Sie hat alles war Deutsch, even wie wir klein waren. Sie hat immer geschwätzt zu den Kindern in Deutsch. Das haben sie gedacht. Sie hat nicht viel Englisch geschwätzt, aber sie ist nicht gut gegangen, aber sie hat geschwätzen können.
Na, wie die Kinder, ich komme von einer Familie. Ich habe 2 Brüder und 3 Schwestern. Und wie wir alle nicht mehr daheim waren, hat der Mami und der Dori angefangen, alle am Stockmeier nach noch Renningers gegangen in Kutztown. Und nur von dort sind sie nach noch mehr Port Diner gegangen für Essen. Ja, weil wir lesen am Stock, gehen sie noch im Airport Diner und das ist der Airport weg. Das ist, was es hieß, der Airport Diner. Du war ein großes Sein, draus, vorne draus. Und hat gesagt, Airplane ride, say it all. Hat er doch gesagt, oi Mami, guck mal da, Mama. Oi, hat er gesagt, ich würde gar nicht Airplane ride nennen. Hat er gesagt, ganz da oben auf, und er hat gesagt, nun noch gucken, oh, ich will das so schön gucken. Oh, Mama, hat er gesagt, come on, get my theodol, ich will den Airplane ride nehmen. Die Mama hat gesagt, du nimmst kein Airplane ride. Hat sie gesagt, du hast gesagt, was es sagt, say it all. Nee, hat sie gesagt, du nimmst kein ride, say it all, is say it all. Ja, weil alle Samstag, als sie da nachgegangen sind, hat der Dori wieder aufgefangen. Ach, come on, Mama. Du steh mal das aufkriegen. Ach, come on, alles tot. Du steh ein Play, er, eins. No, das ist doch nicht. Der Sein sagt alles noch, say it all. Du nennst kein Airplane, right? Say it all, is say it all. Well, no, mal lese Samstag, wurde sie da am Hockey im Dein und wurde Ermesse, fangt der Dori wieder auf. Mama, hat er gesagt. Na, du noch war ich bin 74 Jahre alt. Hat er gesagt, ich lebe nicht mehr zu lang. Na, alles ich tue will, ist Airplane right now. Und du sagst, nee. Hat er gesagt, na, come on, du steh right. No, hat er gesagt, nee, du hast die Sein sagt alles noch, say it all. Du nimmst kein right, say it all, is say it all. Ja, weil es war ein Kalam Kalam, hob am Presse. Und als rüberkommen, hat er gesagt, ich hab gehört, was nie am Schwätzen wurde davon, hat er gesagt. Ich bin ein Pilot, du. Hat er gesagt, sehnst du da draus? Das ist mein Airplane. Und es war so ein Alter mit 2 Wehstunden und 2, die Cockpits waren auf, die ganzen nichts. Weißt du, eins von deiner World War, eins. Na, hat er gesagt, ich nehme mich auf. Und wenn ich da drüber bin, tue ich alles, was ich weiß davon. Und er hat gesagt, wenn ihr nicht gleich tut, kennst du nicht das Reit haben für nichts. Aber wenn ihr gereist und wir kommen nur noch, musst du mich bezahlen. Oh, er hat den Pop so hochgekehrt, Mami. Oh, er hat gesagt, wir können gehen für nichts, hat er gesagt. Na, come on, Mami. Wollen aufgehen, hat er gesagt. All right, wenn es für nichts ist, come on. Sind sie da aufgegangen in dem Open-Air-Cockpit? Und er ist da aufgekommen. Und er hat das Ding geflogen. Und er ist wubbidi-bub und bubbidi-bub und um die Ecke rum und batzel und batzel und batzel und mit einer 30 Minuten war er da drüber. Er hat es endlich runtergebracht. Und wie es gestoppt hat, hat er umgedreht und hat gesagt, ich kann es nicht glauben. Er hat nicht einmal gegrischt. Der Dori hat gesagt, ich hab schon gehört, wie die Mami rausgefallen ist, aber 10 Dollar ist 10 Dollar. Und ich glaube, was alle, was du hockt, hat Freund. Alle, was hat Freund. Aber die Zeit kommt ein guter Freund der Weg. Und sind nicht viel, was ein guter Freund hat. Tell me nervous. Ein guter Freund. Nein, du bist ein Freund. Ein guter Freund. Ja, weil ich bin auch älter. Und ich bin 68. Und es geht alles hin und her. Das geht nächste Weg, wie es alles hat. Ja, will ich hab Trubel gehabt, bin ich zu meinem Doktor gegangen und er hat mich geexaminiert. Da hat er gesagt, ich sag noch was. Du sollst, of course, nie wenn du Allentown gehst, ein Specialist sein. Für dein Trubel hat er gesagt, ich kann dir nicht helfen. Na, hab ich gesagt, ja, will, dann geh ich nicht mehr. Hab ich gesagt, kannst du ein Appointment machen für mich? Ja, hat er gesagt, na, hat.
Bin ich dort nicht gegangen, dem Spezialist in Allentown, und wie ich neigelaufen bin am Wedingstub, haben zwei von meinen Nachbarn dort gehockt. Dort schon unter Elwood. Na, sie sind meine Nachbarn, wir sind gute Freunde. Und dort hocken sie, nur hab ich gesagt, was fehlt euch da? Hab ich gesagt, wir sind Nachbarn. Und er hat nichts gesagt zu mir, als ob es letztes ist, als du ein Specialist sein musst. Hab ich gesagt, was für ein Freund bist du dann? Als nicht kommen kannst zu mir und schwätzen. Hab ich gesagt, zähl du mal weh, grad da. Ich gleich soll nicht. Er hat kommen können zu mir und schwätzen davon. Na, hab ich gesagt zum John, was ist da drüber? Ich will nicht schwätzen davon, hat er gesagt. Ich schwätze nicht von so etwas. Na, hab ich gesagt, ich bin ein Freund. Ich drübel mich richtig an und ich will wissen, was letztes ist, als du ein Specialist sein musst. Na, hat er gesagt, ich will nicht schwätzen davon. Na, hab ich gesagt, na, come on. Hat er mir gesagt, ich kann Bier trinken, mit none of me. Na, hat er gesagt, well, Elmer, ich geh's nicht zu so, aber ich kann nicht mehr sehen. Na, ich sag, was fehlt dir dann? Hab ich gesagt, du gehst da, wie soll, und du kannst nicht sehen. Hab ich gesagt, sie sind lauter Leute, als älter waren, als Drübelhand sehen. Und ich hab gesagt, du hast nicht bang sein müssen von mir zu. Hab ich gesagt, my goodness, hab ich gesagt, was fehlt dir dann? Du hast nicht sehen kannst, was ist mir dann so happen? Na, hab ich gesagt zu Melwood, und was fehlt dir? Hat er gesagt, schwätz man nicht davon, ich will nichts sagen. Na, ich sag, Elwood, na, come on. I have thought the town hat my town, and was ist dein Trubel? Hat er gesagt, nee, ich sag's nicht. Na, ich sag, so. Hab ich gesagt, na, Elwood, come on. Well, hat er gesagt, Elmer, my balls kann ich gehen, kann ich scheiße. Na, ich sag, du gehst so, oh, wo's mal nicht scheiße kommst. Hab ich gesagt, wie gehst du da? Hab ich gesagt, sie sind Lasterleid. Als älter wurde und sie haben drüber Scheiße, hab ich gesagt, du brauchst dich nicht hassen, von mir zu so was nicht Scheiße. Kannst du, hab ich gesagt, selber tanzt mich noch wenig. So hab ich mich hingekommen. So hat der Elwood gesagt, hey, hock dich nicht hier, du warst so wunderwitzig wie uns. Hat er gesagt, für was bist du da? Na, ich gesagt, well, John, ich hab dein Trubel nicht. Alle mei, von lieber Sieve, seh ich. Na, ich sag, Elwood, ich hab dein Trubel nicht. Alle mei, halbe acht, geh ich scheiße. Na, das sag, well, was ist dann dein Trubel? Hab ich gesagt, ich warte nicht wach, bis 8 Uhr. Kindskinder, zwei Buben und ein Mädel, und alle Geburt, fragt meine älteste Tochter, kann ich dir mal die Buben watschen? Sie wollen alle sie gehen, so Bank will, oder was? Nein, ich sage, sure. Sie ist mal gekommen, mal lief Freitag oben, und sie sagt, Pop, kennst du die Jungs von die Buben watschen? Das ist der Osten, als 5 Jahre alt. Na, ich sag, ja, bringen River, hab ich gesagt, kannst River kommen, Samstag Nachmittag, hab ich gesagt, heiß kein Trubel. Ja, will sie sind kommen, haben da außen dort gelöst. Ich war draußen im Garage am Schafen. Meine Frau war in die Küche und sie war am Kochen und am Backen und wir haben einen Hund daheim. Ein gleich, schöner Hund, es ist ein Bitch. Und der Osten ist gekommen. Und hat den Hund gehabt und hat gesagt zu meiner Frau, Mama, kann ich den Hund nehmen von Walk? Nur hat sie gesagt, Austin, es ist nicht eine gute Zeit. Nur hat sie gesagt, was? Hat die Frau gesagt, Hund ist im Hitz. Nur hat sie gesagt, was ist Hitz? Nur hat sie gesagt, von selbst so weit gehst du in die Garage und fragst dein Papi. Ja, will auch kommen nach in die Garage mit dem Hund? Auf mein Kett, und hat er gesagt, Pappy,
kann ich den Hund nehmen von wo? Die Mama hat gesagt, es wird nicht eine gute Zeit, weil der Hund ist im Hitz. Was ist Hitz? Na, hab ich gesagt, Junge, in 10 Jahren kommst du noch so, ist doch was Hitz ist, hab ich gesagt. Hab ich gesagt, aber wenn du gern nehmen, der Hund nehmen will von wo, bring ihn da rüber. Also bring sie da rüber, lass sie rüber kommen. Nun habe ich einen Lumber genommen und in Gasolin gesteckt. Nun habe ich zum Hund sein Hinterteil abgeputzt mit dem Gasolin. Nun habe ich gesagt zum jungen Orson, der Hund sagt, na, all recht, sei, oder habe ich gesagt, du kannst nicht na, von Bock nehmen. Aber habe ich gesagt, du musst einmal rum den Block. Das ist all. Einmal rum den Block. Oder gesagt, ja, in das abgegangen. 15 Minuten später kommt er ins Garage. Er hat das Kett gehabt, aber kein Hund. Na, hab ich gesagt, Austin, wo in Himmel und Welt hast du den Hund? I hab er gesagt, Pappy, halbwegs um den Block rum ist sie aus Gas gerannt, aber du willst dich nicht, dass noch ein Hund sie am Heim pushen. Mein Kindskinder, die Bube, als 8. Der Keil als 8 und der Osten ist 5. Und sie schlafen miteinander im 7. Stock. Ich habe auch 2 Brüder gehabt und wir haben immer miteinander geschlafen im 7. Stock. Das ist nichts Neues. Und die Bube haben zusammen geschlafen. Und Malay Meyer kommt meine Tochter nahe ins Bett gestoppt und hat gesagt: Bube, uff, nur noch am Tisch, Breakfast essen. Ich muss gehen, ich bin spät von der Arbeit, ich muss euch nicht übernehmen, noch ein Babysitter hat gesagt, come on, pull that room, while I krieg dein Hoge durch und komm runter. Ja, well, sie sind wackelbare, die Buben, und haben sie aufgehockt, hat der Älste, der Kerl, hat gesagt zum Kleiner, weißt du was? Na, wir sind ziemlich groß alleweil. Und ich mein, wir sind der Schwätzer, was der Schwätzer gerade wie die große Leute tun. Hat er gesagt, wenn wir nur noch auf die Kirche kommen, ich sag, du noch weiter und hell. Und hat er gesagt zum Osten, du kannst Arsch sagen. Jawohl, sie sind dann nur noch einander Tisch gehabt, sagt meine Tochter zum älsten Keil, was wird gar nicht haben für Breakfast? Hat er gesagt, ach, du noch weiter, was der hell? Get my deal cereal. Cheerios, get my deal Cheerios. Und sie hat ihn über den Bauch geschlagen, das hat ihn vom Stuhl geschmissen, weil er die Wand aus nun gegangen und auch am Heilen und am Heben und sein Gesicht aus Anfang rot wurde und auch heilt und springt die Treppe auf. Hat sie zu dem Jüngsten gedreht und hat sie gesagt, und Austin, was willst du haben für Breakfast? Hat er gesagt, well, ich weiß nicht. Aber du kannst da Arsch, weil das ist nicht Cheerios. Na, ich bin das zweite Mal Kajal. Das erste Mal war ich 12 Jahre Kajal zu meiner Frau. Tut nicht raus, tut nicht schafft, aber ich bin nicht stolz wie ich sein. Aber nun habe ich gesagt, ich darf nicht mehr heiraten. Das ist es, das ist einmal ist das genug. Aber nun habe ich das Mädel auch getroffen, wie ich beim Shorty Long war, drüben an der Lonnie Park. Sie ist von Claymont, Delaware gekommen. Groß Mädel, 5 Fuß, 9 Zoll, 10 Zoll groß, blonde. Und sie war viel jünger als ich war. Na, ich habe etwas in meinen Karten, es war nicht heiraten. Aber nun habe ich angefangen, sie nachzunehmen. Sie ist 12 Jahre jünger als ich bin. 12 Jahre. Und weißt, Mannsleid und Weibsleid, alle aber hat ihr. Ne, Fecht alle gebaut. Weil sie ist nicht Fecht, aber in der Zeit sind wir Maler. Das Start-up, du sagst etwas, und nun schwätzen sie, wenn ich.
Und nur so ist er etwas schönst, ich bin da nicht das gegangen. Und nun gleich sagt aber, als die anderen nicht gleich. Und nun fangen sie auch Lade worden. Und nun sind sie am Gleichen. Nun sind sie recht am Fechten. Und sie meinen es nicht, aber sie sind. So ist es gegangen. Und ich und meine Frau, wir waren aneinander. Und ich liebe meine Frau. Aber sie hat etwas so, dass sie mich verdult verzahnt hat. Und nun, Sarah, sie ist 12 Jahre jünger, als ich hab gesagt, Junge, hab ich gesagt, ich sag da eh Ding. Du bist nicht so gut im Nest, auch nicht, oder hab ich gesagt. Hab ich gesagt, und wenn du tot gehst, dann bin ich du. Du nicht auf dein Grab stehst, schreibe. Du leid, meine Frau. So kalt, als sie immer war. No, hat sie gesagt, schwätz nicht groß. Wenn du gehst, schreibe ich auf dein Grab stehen. Du leid, mein Mann, mal endlich steif. Best die Mannsleid. Sie sind in drei different unterschiedliche. Sie sind drei different unterschiedliche Mannsleid auf der Welt. Der erste Mannsleid, wenn sie alle zum Steh sind und ein Weibsmensch läuft, nur noch, an sie vorbei und sie hat ein Schäb. Sie stehen da und gucken. Oh, ich gucke mal da. Sie sind ein B-Mann, die gleiche Beste Zähne. Der zweite ist der Hinterdelmann. Wenn ein Weizmensch läuft und sie googelt, oh, sie gleiche das Schee Hinterdel. Und sie sind die ganze Zeit am Gucken. Der dritte ist der Brustmann. Ja, ich bin ein Brustmann. Aber Sally's actually der Weg, wie ich meine zweite Frau angetroffen habe. Man droht Angst. Weil sie sehen, sie hat nichts gehabt. Not jetzt. Und das hat sie getrubelt. Weil sie hat gemeint, sie wird nicht viel vom Weibsmensch. Weil die Mannsleute die nicht zweimal gut andere. Sie die nicht pfeifen. Sie kann laufen, Payment nur noch laufen, sie geben nichts drum, sie gucken nicht zweimal. Und das hat sie weh getan. Sie hat viel, wenn sie nicht all Weibsmensch war. Und das hat sie bald narrisch gemacht. Sie hat nicht schaffen können. Und mal jeden Tag, wie sie am Schaffen war, hat ihr Sekretär zu ihr gesagt, ich habe es letztes mit dir. Und sie hat gesagt, well. Und sie hat alles etwas kopiert. Nicht wie die Magazine, die Advertisements, nimm das Grieß und du schmieren und dein Brustbad groß und alles schön. Sie sucht ein Lot Geld, sie hat ein Lot Geld spendet. Und sie hat nichts gemacht. No, hat sie gesagt, ihr Sekretär, weil sie hat ausgelegt, was letztes ist. No, hat sie gesagt, bist du so funny wegsam? Ja, hat sie gesagt. Ich hab nichts, guck mal, nichts. Die Mann ist like, guck nicht an mich. No, hat ihr Sekretär gesagt, ich sag dir, was du duscht. Wenn das dich so drübelt, du machst ein Appointment mit dem Doktor drunter in Philadelphia. Hat sie gesagt, als Hochdeutsch. Aber hat sie gesagt, gehst du dann nur nach Hälfte. Oh, sie hat nicht Worte kennen. Und sie ist da reingegangen. Und der Doktor, hoch German, Hochdeutsch, hat er gesagt, ja. Sie hat gesagt, was letztes war. Hat er gesagt, Junge, ich kann dir helfen, hat er gesagt. Aber hat er gesagt, das kostet nicht viel Geld. Aber hat er gesagt, es ist ein kleiner Exercise, das du musst. Und er hat gesagt, du musst das Exercise du dreimal am Tag. Und du kannst nicht du eh Tag und nur zwei Tage so oder Helmet. Ohne. Wenn das Baremut muss das Exercise dreimal den Tag du. Na, hat er gesagt, du kannst heimgehen und stell dich an den Spiegel und du kannst Kleider anhaben oder Füße nackig. Und du alles so musst, ist das kleine Nursery Rhyme. Die Mary hat ein kleines Schof. Das springt die ganze Zeit los. Ich weiß, wann ich das immer tut,
Dann wird mein Brust so groß. Und das hat sie getan. Und um die Dorf war ihre Maschine im Garage. Und sie hat den Bus nehmen müssen. Ja, weil sie war am Heimkommen von der Arbeit, das Bus war voll. Sie hat geguckt, oh, es ist Zeit für mein Exercise. Hat sie rumgeguckt. Was tun ich, das Bus ist voll. Ist sie aus ihr Sitz gekommen, zurück hin an die Bus und hat hin am Fenster nachgeguckt. Sie hat ihre Dingszähne kennen im Fenster. Hat sie rumgeguckt. Dann hat sie angefangen. Die Mary hat ein kleines Schof. Sie springt die ganze Zeit los. Ich weiß, wann ich das immer du, dann wird mein Brust so groß. Weil ich hab sie gesehen, da bin ich hingegangen und hab gesagt, Junge, gehst du nur noch um Dr. Schulz in Philadelphia? Oh, hat sie gesagt, oh du je, wie hast du das gewiss? Wie hast du das gewiss? Da hab ich gesagt, hickerwi, dickerwi, da. Zu lang bleiben, es ist heiß da hin und er wurde schon die ganze Oben da am Hocken. Aber die Frau und ich sind das letzte Sommer nur noch Branson, Missouri gegangen. Und wir haben die Show sehen wollen, weil ich glaube, es viel von euch leid hat. Hi, Evelyn, wie bist du? Und die Fernkeller, my goodness, wie seid ihr leid? Gut, groß Dank für Kummer. Well, anyhow, wir haben ein Stück gekriegt. Nur war es ein Samstag nach dem Tag. Nur war die Frau da am Hocken auf dem Kart und war ein Buch am Lesen. Na, ich sagte, ach, ich gehe nur noch ins Städtel, nur noch sehen, was das ist. Ich laufe nur noch, ich komm wieder gleich zurück. Sie hat gesagt, es ist all recht, ich lese das Buch. Bin ich da nur noch gelaufen? Und da war der Store. Hab nahe geguckt und ich hab die Cowboy-Stiefel gesehen. Oh, wurde die schöne Cowboy-Stiefel. Ich hab gedacht, oh, ich muss alle hauen. Ich geb nichts drum, wie viel sie kostet. Ich muss alle Stiefel hauen. Und ich bin reingegangen. Hab gesagt zum Clerk, ich will alle Stiefel anprobieren. Er hat sie gekriegt und sie haben gepasst. Na, ich sag, ich wehre sie gerade nach. Nimm meine Schuhe und schmeiß sie weg. Ich will sie nicht mehr. Da habe ich die neue, schöne Cowboy-Stiefel auch gehabt. Bin nur noch um den Stub gelaufen, bin nahe gelaufen, da hat meine Frau geguckt und war am Lesen. Bin ich nicht mehr gegangen. Na, ich sag, hey, guck mich mal an. Zehn Stäbe ist unerschädlich an mir. Hat sie ruf geguckt und hat sie gesagt, nee. Na, hat sie mich vertan. Na, ich dachte, du hast nicht geguckt. Na, ich dachte, so, beguck mich mal. Hab ich gesagt, zehn Stäbe ist unerschädlich an mir. Sie hat geguckt und sie gesagt, nee. Na, war ich recht wütig. Na, bin ich in die Bettstube gegangen, hab mich fusenagig gemacht. Fusenagig. Und hab mein Cowboy-Stiefel angedrückt. Da bin ich wieder danach gedanzt. Na, ich sag, ho, hab ich gesagt, na, beguck mich mal. Hab ich gesagt, zehn Stäbe ist unschuldig, Hammer. Zehn Stäbe ist unschuldig, Hammer. Da hat sie geguckt, da hat sie gesagt, nee. Hat sie gesagt, er hängt nur noch. Und hat sie gesagt, er hat nur noch Kunde gestern. Und hat sie gesagt, ich denke, er hängt nur noch Meier. Da hab ich gesagt, ja, ja, und weißt du, von was er nur noch hängt? Er ist mein neuer Stiefel am Begucken. Da hat sie gesagt, Elmer, der hätte einen Hut kaufen sollen.
Letters. Sis, now, he's not long enough, girl. Ich will noch ein Ding sagen. No, lass ich euch leid gehen. Da. Da Dennis Seibert und seine Frau von Tapten ist da. Wo bist du, Dennis? Ach, komm mal, sei nicht bang. Da, da hinten hockt, da hat seine Hand auf, da Dennis Seibert. Er hat einen Stor in Tapten. Der Schappel sei Stor. Und wie er es gekriegt hat, er war Jahre da. Weißt du, Jahre zurück ist er als Nass gegangen. Er war nie nicht daheim. Er war ein Salesman. Und als dir zu dir gegangen und zu deinen Factories und große Business und alles schunst und Dinge verkauft und hat eine Habits von eine Habits verkauft. Und wenn er es nicht gehabt hat und du hast selber wollen, hat er es gekriegt für dich. Und das hat er Jahre gedacht. War nie nicht daheim, die ganze Zeit am Geld machen. Und dann hat er mal eh da gedacht, jawohl, ich hab ein gutes Business auf dem Stroß. Aber ich wollte mal gern daheim sein. Ich will daheim sein. Ich tue mein Business daheim nach. Und wenn Leute etwas haben wollen, können sie mich aufrufen. Und noch sehe ich dazu, was ich kriege. Und wenn ich es nicht habe, ich krieg's passe. Aber endlich habe ich es verkauft. Bald glaub ich doch, da wie was ein Stor da drüben der Fleetwood. Oder endlich habe ich es, wenn endlich habe ich es. Ja, well, now, es ist alles all recht gegangen. Aber gleich nach der Hand hat er viel, dass er zu viel Zeit hat. Er wird nicht mehr so busy, als war, weil er war nicht mehr daheim, nicht daheim, immer am Vorder, immer am Gehen. No, mein Leid auch hat er gesagt zu seinem Freund, hat er gesagt, ich weiß nicht, was zu tun, ich gehe bald narrisch. Hat er gesagt, ich habe ein gutes Business daheim auch. Hat er gesagt, ich habe nicht genug zu tun, das macht mich narrisch. Die ganze Zeit, wenn ich nicht am Verkaufen bin, bin ich am Rumhocken. Not the Freund thought, Dennis, for was gehst du nicht golfen? Hat er thought, Millionen von Leuten golfen. Hat er thought, geh golfen, das ist ein Blasier. Hat der Dennis thought, ja, mach alles etwas. Ich verstehe nichts davon, aber hat er thought, ich kann auflesen, du weh. Und hat Bücher gekauft und hat's gelesen. Und mein Lehrtag endlich geht er nach einem Golfkurs. Und er fängt auch Golf spielen. Und er hat Ballen getroffen und ist nun am Lauf im Fairway, wo ein Weibsmann steht und sie war ready machen für Schlafen. Na, er sagt, hey, was Loch ist das? Sie hat gesagt, das ist das vierte Loch. Du bist der Loch hin nicht mehr, du bist auf dem dritten Loch. Oh, hat er gesagt, all right, und ist zurückgegangen an die dritte Loch und hat angefangen zu spielen. Und das ist alles so fort gegangen und gleich. Schlagt er wieder und er läuft Fairway runter. Da steht das Frau wieder ready. Hat er gesagt, hey, was Loch ist das? Er hat gesagt, das ist 16 Loch. Du bist eh Loch hin nicht mehr. Du bist auf der 15 am Spiel. Du bist immer eh Loch hin nicht mehr. Hat er gesagt, ist er fort gegangen und hat wieder gespielt. Nur wie es vorbei war, hat er 10 aus Oliver nahe in dem Haus geht. Das war der Clubhaus. Ich sag, hat er gedacht, well, ich steh auch so gut und nein gehen, geht nein. Und er sehen alle etwas am Zafen. Bier, Whisky, alle etwas ist am Zafen. Na, hat er gesagt, well, ich steh auch so gut ein Bier kriegen, alle etwas sonst ist am Zafen. Geht dann eben, kauft ein Bier und steht alles am Rumgucken, sein Bier am Trinken. Hat er gesehen, das Weibsmensch. Drüber am Wand lehne ich hocken. Geht dann eben und hockt sich hier und er fängt an zu schwätzen. Sind sie bald schwätzen, hat er gesagt, kommst du oft daher? Ja, hat er gesagt, ich komme alle auf, hat er gesagt, immer da ich der Tag. Ja, hat er gesagt, immer da ich der Tag. Na, hat er gesagt, well, was tust du für Leben? Sie sagt, ich sag das nicht. Na, hat er gesagt, für was? Weil, hat er gesagt, wenn ich das sage, dann lachst. Die Leute, immer wenn sie alles findet, sind sie am Lachen. Und soll du mich weh, soll versammeln mich. Hat er gesagt, ich sag dir nicht, was ich tue für Leben, alles dort nach. Schick dich nicht so dumm an. Ich bin dich sehr am Proben, was du verlebst. Du kennst mich so. Wer hat jetzt auch gesagt, das ist? Ich verkaufe etwas zu den Store als die Weibsmensch User. Na, der Dennis sagt, das könnte ein Million Dinge sein. Hat er gesagt, ich frage dich wieder. Und er hat gesagt, ich lach nicht. Hat er gesagt, ich verspreche dich, ich lach nicht.
Heute Tag bist du schon. Und heute Tag, nee, ich lauf nicht. Na, was tust du von Leben? Ich heute Tag, ich verkauf Tampacks. Und der Dennis fängt an lachen. Heute Tag, seh du bist am Lachen. Na, bist du am Lachen. Heute Tag, du hast mich versprochen, du darfst nicht lachen. Und dann hockst du und bist am Lachen. Ich hab dich sicher, das nicht so, sondern heute Tag, nee, 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 nee. Ich bin ein Lachandier, hab ich heute Tag. Ich bin auch ein Salesman. Und ich verkaufe Scheißpapier. Und sie ist wie du zahlt hast da draus. Ich bin immer eh loch hin ich dir. Na Leute, mir hat lang genug dort geguckt. Ich will euch sagen, ich will mich bedanken, dass sie mich eingeladen haben. Da. Und ich bin so froh von meinem Freund, der Pater Wolf mit der Szene. Und der Pater Schnabel dahinter, der Schnelllatt hier. Das ist. Ja. Ich sag zu euch, mir war ein wunderbarer Audience. Groß Dank. Nehmen Sie sie. Groß Dank. Now ist die Zeit für unser Sprichwort von Monat, our proverb of the month. Es great ken hona deno. No rooster will ever crow about it. This deceptively simple proverb aims to help one understand the scale of one's difficulties and the degree to which others will care. Often we make mountains out of molehills when it comes to problems or disagreements and assume the worst will follow. This proverb reminds us to step back, take a deep breath, and look at the bigger picture. Probably, whatever the problem may be, no rooster will ever crow about it. Coming up on Saturday, March 19th, the Pennsylvania German Zamenhof will be featured at the Midway Diner from 10 a.m. to 3 p.m. Come out for traditional Pennsylvania German crafts and artists, delicious Pennsylvania Dutch food, and an entire day of Pennsylvania Dutch programming. For more information, find them on Facebook. Vel liever guke selis alles was mir henheit für de Pennsylvanisch Deutsch stun. Groß Dank für watche und mesene eit nächst Monat auf BCTV. Komm aus wieder und mach's gut.